Hallo ihr Lieben, ich freue mich, heute wieder ein schönes Video machen zu dürfen. Und zwar geht es heute um das Thema Entgiftung mit Frequenzen. Ja, wir haben hier jetzt fast schon wieder Frühlingsanfang. Der März steht vor der Tür. Und ich bin ja ein großer Detox-Fan, auch wenn es gerade nicht so mein Thema ist, weil ich noch stille. Und da ja Detox-Kuren nicht so ja, sein sollten, habe ich mir gedacht, zeige ich euch einfach mal, wie man mit den Healy auch wunderbar entgiften kann. Es ist natürlich immer ratsam, die Ernährung mit einzubeziehen und auch in Kombination mit der Ernährung ja, springt einfach auch mehr daraus. Und damit du weißt, wie der Healy dich unterstützen kann in deiner Entgiftungszeit, zeige ich dir jetzt mal ein paar wunderschöne Programme. Und dazu öffne ich auch mal die Healy-App. Genau, ich teile mal eben mein Handybildschirm. So, den solltet ihr jetzt sehen. Und zwar habt ihr ja hier diese drei Apps, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Es gibt jetzt eine neue rosane App, die Healy 2 App oder Healy App, wie sie heißt. Ja, unbedingt laden. Ich finde die von der Ansicht her nicht so ganz schön. Ich fand die alte besser. Aber letztendlich funktioniert sie einwandfrei und super gut. Und man muss auch nicht mit den QR-Code scannen. Man verbindet sich einfach mit dem Healy oder auch mit dem Mac Healy. Den kann man darüber auch laufen lassen. Und kann dann einfach die wunderschönen Programme laufen lassen. So, er hat sich jetzt verbunden. So, hier seht ihr erstmal die ganzen Programmkategorien, die es halt so gibt. Ihr seht, ihr kennt es ja wahrscheinlich schon, wer den Healy noch gar nicht kennt. Der Healy ist ein Frequenzgerät. Ja, und es gibt ganz viele wundervolle Frequenzprogramme. Das sind hier die Kategorien. In jeder Kategorie sind etwa 4 bis 12 Programme. Und wenn ich darauf klicke, dann zeigt er immer die einzelnen Programme an. Also so alleine schon der Goldzyklus ist eine Ausmistung von sämtlichen Umwelteinflüssen, was auch mental Balance bringt, emotional Balance. Also am Anfang immer den Goldzyklus laufen lassen. Die kann man übrigens auch wunderbar in der Entgiftungsphase oder die Phase davor nochmal so durchlaufen lassen. Genau. Wir klicken uns jetzt einfach mal durch die Frequenzprogramme durch. Und dann zeige ich euch anhand der Programme, was man alles so Schönes bei der Entgiftung des Körpers unterstützend laufen kann. Und zwar scrolle ich erstmal hier so ein bisschen vor. Und zwar haben wir hier die Bioenergie 1. Ich bin mittlerweile ein großer Fan der Bioenergie, schon alleine wegen den Abwehrprogrammen und dem, wo haben wir es? Hier in der 2, Verunreinigung. Das lasse ich tatsächlich sehr oft laufen, auch bei meinen Kleinen. Und ja, immer wenn was sein sollte, helfen die Programme super. Also um mich erstmal zu rüsten, ist es sinnvoll, erstmal das Programm Abwehr laufen zu lassen. Das ist immer nur eine Empfehlung, was ich hier gebe, ne? Nichts kann, alles darf, nichts muss. Genau, also Abwehr überhaupt, um dein Immunsystem ein bisschen zu stärken. Weil wenn wir entgiften, dann kann es natürlich sein, dass unser Körper auch die Gifte nach außen bringt und wir sozusagen Erstverschlimmerung erfahren, beziehungsweise jede Krankheit ist ja irgendwo auch ein Stück Heilung. Und deswegen kann es halt sein, dass wir dann zum Beispiel auch irgendwie Erkältungserscheinungen haben oder halt entsprechend körperlich reagieren. Und damit wir bestmöglich unterstützt werden, weil die Programme ja auch ausleitend wirken, also generell alle auf allen Ebenen, ja, es ist natürlich auch immer ratsam, vor allem auch ganz viel Wasser zu trinken. Ich merke es auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel 3, 4 Programme am Tag laufen lasse, dass ich einfach so einen Durst habe, weil es einfach benötigt wird, ne? Genau, also das Programm Abwehr kann ich als erstes als Start empfehlen. Ansonsten haben wir hier in dem Fitnessprogramm auch noch die Zirkulation, um überhaupt erstmal zu schauen, ist mein Körper überhaupt fit fürs Detoxen, ne? Wenn ich irgendwie schon angeschlagen bin, macht das irgendwie keinen Sinn, da voll in die Detox-Phase reinzugehen. Genau, man kann auch Regeneration dann noch anschließend laufen lassen. Vielleicht je nachdem, was in deinem Leben so los ist, wenn du einen anstrengenden Job hast oder viel Sport machst, dann kannst du auch Leistung mal laufen lassen, sodass du körperlich erstmal so ein bisschen wieder auf die Höhe kommst. Und dann kann es halt losgehen. Es gibt ja hier in der Bioenergie ganz wundervolle Programme, hier in der 2. Und zwar einmal das Programm Bakterien. Dann gibt es hier Ungleichgewicht Ernährung. Es gibt natürlich nochmal separat die Leber, Verunreinigung, Lunge, Schilddrüse, Gelenke, Knochen, das sind Programme, die du alles laufen lassen kannst in deiner Entgiftungsphase. Ich würde immer sagen, spür mal rein, was zuerst dran ist. Leber auf jeden Fall. Und natürlich auch, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, Toxine hieß dieses Verunreinigungsprogramm mal. Die Namen haben sich so ein bisschen geändert, deswegen ich habe gerade dieses Toxinenprogramm gesucht. Aber wahrscheinlich ist es entweder Ungleichgewicht Ernährung oder Verunreinigung. Ich glaube eher Verunreinigung.
Genau, also alles, was da irgendwie gerade so im Gange ist, erstmal ausgeschwemmt wird, ne? Und dann, was ich immer wieder empfehle, auch zwischendurch, nach zwei, drei Programmen oder vielleicht auch vier, ist aus dem Deep Cycle oder ich habe ja auch den Deep Cycle H drauf, das Ausleitungsprogramm. Das treibt dann wirklich nochmal alles aus und dann würde ich im Anschluss auch gleich Erneuerung laufen lassen. Also mit den Armbändern am besten drei Programme maximal. Spür immer rein, wie du dich fühlst. Ansonsten kannst du natürlich auch die Coil verwenden, die du ja anstelle der Armbänder verwenden kannst. Da geht es dann nicht über die Zelle, über den Körper, sondern über das Magnetfeld. Und da kannst du dann auch ein, ja, zwei Programme oder so mehr laufen lassen. Genau, also generell würde ich auch mal schauen, gerade wenn du in der Detox-Phase dich so ein bisschen schlapp fühlst, ist dieses Lebensenergieprogramm wunderbar. Und falls du auch die bioenergetische Vitalisierung hast, kannst du hier auch die Regeneration ein, zwei, dreimal durchlaufen lassen. Den Holistic Support, der wird mir auch oft angezeigt, wenn ich mal angeschlagen bin, auch wenn es jetzt super selten vorkommt. Aber ja, genau. Ansonsten ist natürlich auch der Bioenergetik-Boost, auch wenn du dich ein bisschen schlapp fühlst oder vielleicht ja, mit den Entgiftungserscheinungen auch so ein bisschen zu tun hast, dann kannst du auch den Energetik-Boost laufen lassen. Ansonsten gibt es hier bei den digitalen Nutritions auch noch ganz tolle Programme. Ich muss mal gucken, wo du hier ansetzen kannst. Hier kannst du zum Beispiel die Niere mit durchlaufen lassen. Schilddrüse empfehle ich auch immer. Du hast hier zum Beispiel auch eine spezielle Basenmischung, ein Programm für spezielle Basenmischung, Aminosäuren, Harmonie Blut. Du siehst Mineralien, Spurenelemente. Hier ist auch nochmal ein anderes Leberprogramm, Vitamin B-Komplexe, Vitamineinnahme. Also du siehst, es gibt so viele in den Digital Nutrition Programmen, die du ja, laufen lassen kannst. Antioxidantien, auch die Lymphe mal. Hier ist auch nochmal Verunreinigung. Also ich glaube, da bist du wirklich 2 Wochen mindestens ja, gut dazu, gut dabei. Hier hast du auch nochmal ein Abwehrprogramm und sekundäre Pflanzenstoffe. Das mag ich auch total gerne, das Programm. Genau, ansonsten, wem es an Energie fehlt, ist einfach hier auch ein tolles Programm Energy. Das hast du auch in dem Fitnessprogramm mit dabei. Da gibt es auch nochmal ein anderes Energy-Programm. Nicht in den Fitness, sondern in den Goldzyklus. Und ansonsten schau einfach, wo es dich natürlich auch hinzieht. Ne? Wenn du merkst, okay, Bewegung klappt nicht so, lass mal die Bewegung laufen. Wie gesagt, Aktivierung ist auch ein super schönes Programm. Und hier hast du zum Beispiel auch bei Erschöpfung, Bioinformation ist auch nochmal die Einstellung, dass der Körper sich wieder reinformiert und natürlich auch Lebensfreude, weil letztendlich gehört es ja mit dazu. Weil wir entgiften ja nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch ja, auf allen anderen Ebenen. Genau. Und wenn du ihn schon hast, den Soul Cycle, den gibt es ja zum Einmalpreis bei Heat zu erwärmen, dann kannst du auch, wenn du zum Beispiel gerade ein bisschen schlapp machst, Zuversicht laufen lassen, du kannst Happy laufen lassen. Das sind wirklich wundervolle Programme. Ich liebe das Inner Balance oder das Gelassenheit-Programm oder Emotionen. Bei einer Entgiftung kommen ja meistens auch mal viele Emotionen hoch. Dann kannst du auch mal das Emotionenprogramm gleich mitlaufen lassen, um diese Emotionen auch besser verarbeiten zu können. Hier auch nochmal Energiereserve, Energiebalance. Genau. Ja, das war es eigentlich schon. Ich stoppe mal die Freigabe. Du siehst, es gibt hier wirklich ganz viele Programme, die einfach unterstützend in der Entgiftungszeit ja, helfen können. Und ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit den Digital Nutrition, weil ich gerade an einer Studie teilnehme. Und es ist immer so spannend, dass man, wenn man sich da mal ja, mehr mit beschäftigt, was da eigentlich wirklich also nötig ist, also nicht nötig, sondern möglich ist, genau, möglich war das Wort, was ich gesucht habe, dass es einfach noch so viel mehr gibt, ne? Und diese digitalen Nutritions, die sind ja darauf, also es gibt ein Thema und dahinter sind halt verschiedene Nährstoffkomplexe gekoppelt, um dieses Thema anzugehen. Also quasi, wie der Name ja schon sagt, digitale Nutrition, also digitale Nahrungsergänzung sozusagen. Genau, und wenn du die Heal Advisor Search App mit benutzt, kannst du dir auch einen wunderbaren Programmpool machen, also sodass er dir auch anzeigt, okay, heute das Programm, das Programm, Programm, das Programm. Und was ich dir auch unbedingt noch zeigen möchte, wie du auch deine Entgiftung angehen kannst. Es gibt nämlich auch kleine Pläne, beziehungsweise ich teile mal nochmal bei meinem Bildschirm auch eine Sache, wie du daran herangehen kannst, indem du nämlich die Suche verwendest in dieser dritten App hier. Muss mal warten, bis das Bild weg ist. Genau, hier in dieser Heal Advisor App. Das ist ja unser Search-Programm.
Da können wir nach Frequenzprogrammen quasi suchen. Und wenn wir da etwas eingeben, hier hast du zum Beispiel auch nochmal die Digital Nutrition. Du kannst quasi in den digitalen Nutrition quasi suchen. Ich mache immer ganz gerne alle Programme. Wenn du hier zum Beispiel Detox eingibst, dann kommen hier verschiedene Dinge. Wenn du speziell Richtung Blut gehst und du tippst darauf, dann werden die hier unten natürlich die entsprechenden ja, Programme angezeigt. Siehst du, Darm habe ich gar nicht erwähnt. Den Darm auch frequentisch zu unterstützen, ist immer sehr gut. Genau, Hormonhaushalt, Niere, Harmonie, Niere, Care Balance. Und hier kann man sich dann zum Beispiel, wie ich ja schon sagte, ein Programmpool erstellen lassen. Ich glaube, hier steht das immer, IMF-Plan für diese Suche erstellen. Genau, du kannst aber anstelle von Detox kannst du auch Entgiftung eingeben. Und, ups, Entgiftung. Und dann siehst du hier Leber, Metabolismus, was halt einfach auch sehr viel unterstützt. Also da, so kannst du quasi auch herangehen und es so laufen lassen. Genau. Also es gibt gerade, was Entgiftung betrifft, sehr, sehr viel, was man mit dem Heli machen kann. Denn letztendlich geht es ja darum, das loszulassen, was wir nicht mehr brauchen und uns mit dem auszufüllen, was uns stärkt und nährt und unsere Entwicklung vorantreibt. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich über Feedback, wenn du das vielleicht schon mal ausprobiert hast, welche Programme haben dich unterstützt, wie, oder wenn du es ausprobieren solltest, wie war deine Entgiftungswoche oder 2 Wochen, je nachdem, wie lange du entgiftest und ja, was du sonst noch so Schönes integrierst. Ich verwende ja zum Beispiel auch noch ätherische Öle. Ich liebe Basenbäder, die ziehen auch nochmal auf Körperebene die ganzen Gifte raus und sie revitalisieren auch ungemein. Genau. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Heli. Wenn du den Heli noch nicht kennst, wir bieten immer Interessenten-Zooms an. Oder wenn du natürlich Fragen hast, du kannst mich persönlich fragen. Es gibt immer super Rabatte, um so ein Heli zu erwerben. Und ich bin immer sehr froh, wenn ich dich da unterstützen kann, wenn ich als Ansprechpartner bei dir sein kann und deine Frequenzreise mit unterstütze. Und ja, wir erleben wunderschöne Frequenzerfahrungen. Deswegen Frequenzreise ist immer ein toller Begriff, wenn man sich wirklich auf eine Reise macht in ein ganz neues, schönes, vitalisierendes Leben, was wirklich sehr lebensverändernd sein kann. Denn mit dem Heli ist ja natürlich noch ganz viel möglich. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ja, also man könnte theoretisch Stunden darüber reden, ich sowieso. Und ja, mittlerweile habe ich auch den Heli schon seit über 2 Jahren und ja, begleite viele Menschen, viele Kunden, viele Partner. Und es macht einfach so, so, so viel Freude, auch mal mehr bei den Heli entdecken zu dürfen. Und ich freue mich, dass ich bald die Datenbank Pflanzenkraft habe, die ich euch natürlich auch sehr gerne vorstelle. Pflanzen sind ja meine Lieblinge, mein Thema schlechthin. Und ich freue mich, dass ich diese Datenbank bald freigeschalten bekomme. Und ja, ich habe schon ein bisschen Einblick bekommen. Dort sind auch ätherische Öle dabei. Und ja. Es wird auf jeden Fall sehr witzig werden, weil dort über 500 Dinge hinterlegt sind. Ja, mein Kleiner wird jetzt gerade wach, also beende ich das Video und wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, euch bald wieder mit einem Video begrüßen zu dürfen.